Das sehen Sie richtig. Im Grunde sind mir Ihre Geschäftspraktiken völlig egal. Ich will wissen, warum Sie zurückgekommen sind. Aus verschiedenen Gründen. Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass ich keineswegs vorhabe, Ihrer Familie Ärger zu machen. Hm. Verzeihen Sie, aber schon Ihre Anwesenheit empfinde ich als problematisch. Das wird sich irgendwann geben. Man gewöhnt sich an alles. Sehen Sie mich doch einfach als eine Art natürlichen Bestandteil Ihres Lebens. Meinen Sie damit vielleicht Erdbeben, Hochwasser oder Tornados? Sie haben keine Kinder, Mr. Barr. Sie können also auch nicht wissen, wie es ist, mit ansehen zu müssen, wenn Sie jemand verletzt, wenn die eigenen Kinder sich aufgeben. Inzwischen sind die Wunden vernarrt. Ich möchte nicht, dass sie wieder aufbrechen. Ihre Töchter, Cici, sind nicht die einzigen Menschen auf dieser Welt, denen man wehgetan hat. Aber für die anderen habe ich kein Interesse. Ich frage mich, warum sie hier plötzlich wieder auftauchen, wenn ihre Erinnerungen so schmerzhaft sind. Das ist meine Methode, damit umzugehen. Benzin in ein offenes Feuer zu gießen? In solchen Situationen hilft es nur, Abstand zu gewinnen. Zeit heilt alle Wunden. Meine Familie muss ganz offensichtlich eine faszinierende Ausstrahlung auf sie haben. Das Problem ist nur, sie tun uns nicht gut, so wenig wie wir ihnen gut tun. Also warum lassen sie uns nicht in Ruhe? Wieso verschwinden sie nicht einfach aus dieser Stadt? Sollte das passieren, wäre ich mit Sicherheit bereit, den Streit um das Grundstück beizulegen. Das finde ich ungemein großmütig. Doch ich bin hier, weil ich gar nicht woanders sein möchte. Und daran ändert sich auch nichts, jedenfalls nicht in nächster Zukunft. Mr. Barr, ich bin keineswegs gewillt zuzulassen, dass irgendwer, den ich liebe, sich durch Ihre Anwesenheit verletzt fühlt. Und ich versichere Ihnen, dafür ist mir jedes Mittel recht. Ich wünschte, ich könnte zu ihnen reingehen. Die haben noch nie ein weibliches Wesen in ihre Sitzungen gelassen. Naja. Unsere Herren Minister würden vermutlich eine Herzattacke kriegen, sollte eine Frau es jemals wagen, da einzutreten. Ich möchte zu gern rübergehen. Vielleicht könnte ich was erreichen. Die wollen ihn davon überzeugen, dass er mir nicht trauen soll. Der Pascha ist eigentlich nicht beeinflussbar. Sicher, er respektiert seine Ratsherren. Aber wenn er sich da mal entschieden hat, tut er grundsätzlich, was er für richtig hält. Unabhängig davon, was seine Ratsherren ihm sagen. Ich bin überzeugt davon, dass er auf ihr Angebot eingeht. Wie kommen Sie darauf? Ich sehe es an seinen Augen, wenn er mit Ihnen spricht. Er bewundert Sie. So wie Sie hat er noch nie eine Frau angesehen. Er war auch noch nie so aufgeschlossen, wenn ihm eine Frau einen Vorschlag unterbreitet hat. Sie sind etwas ganz Besonderes. Ich habe großes Vertrauen in Sie. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, dass ich Ihre Vermutung bestätige. In unserer Ratssitzung wurde Ihr Vorschlag einstimmig abgelehnt. Das dachte ich mir schon. Aber ich dachte mir, dass es von Nutzen sein kann, wenn Sie Ihr Anliegen an den Rat selbst vortragen. Deswegen habe ich Ihnen meinen Repräsentanten mitgebracht, der Sie anhören wird. Rahib Abed, Sie kennen sich ja bereits, nicht wahr? Ja, wir kennen uns. Fangen wir an. Sprechen Sie. Ich bin nicht unbedingt stolz darauf, doch viele Menschen meines Landes und viele Menschen auf der Welt wissen nichts von Hadith oder von Kabir. Viele Orte auf der Welt werden erst bekannt, wenn dort ein Unglück geschieht, wie zum Beispiel in Tschernobyl oder Bangladesch. Tja, und so wie es aussieht, wird Ihr Land schon bald in aller Munde sein. Wenn Kabir Sie angreift, und ich bin sicher, das wird geschehen, dann wird zwar alle Welt erfahren, wo ihr Land liegt, doch niemand wird etwas tun gegen das Blutvergießen. Deshalb schlage ich vor, dass der Pascha dem amerikanischen Fernsehen ein Interview gibt. Sie müssen einfach die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam machen, in welcher Gefahr ihr Land ist. Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung, aber ich muss dazu was sagen. Sollte dieser Krieg ausbrechen, würde Ihrer vielgerühmten Weltöffentlichkeit das doch weniger als ein Augenbrauenzucken wert sein. Bitte entschuldigen Sie, aber wir reden von einer Exklusivmeldung, die Aufmerksamkeit erregen wird. Der Pascha ist äußerst redegewandt. Es könnte ihm gelingen, sein Volk der westlichen Welt viel näher zu bringen. Sie laufen Gefahr, ihr Land an einen Verbrecher zu verlieren.
So etwas ruft Entrüstung hervor und wird dem Pascha und ihr Land große Sympathien einbringen. Das könnte den Scheich zurückschrecken. Entschuldigen Sie bitte, aber ich bezweifle sehr, dass so etwas den Scheich in irgendeiner Weise beeindrucken kann. Aber vielleicht ein Boykott oder internationale Sanktionen. Ist der Versuch es nicht wert? Unter Umständen bewahren Sie Ihr Volk vor einem schrecklichen Krieg. Wieso versuchen Sie es nicht? Sie haben doch nichts zu verlieren. Wenn man wie Sie in einem Land groß geworden ist, wo man keinerlei Kultur oder Traditionen kennt, fällt es einem sicher schwer, die Sitten anderer Völker zu respektieren. Ich habe mir nun angehört, was sie zu sagen hat. Ich bin immer noch nicht gewillt, mein Urteil zu revidieren. Ich empfehle euch deshalb, den Plan dieser Dame abzulehnen. Effendi, ihr und ich kennen uns schon seit vielen Jahren. Wir sind zusammen groß geworden und haben gemeinsam die Schule besucht. Und ihr habt stets auf meine Meinung Wert gelegt. Und deswegen erlaubt mir, euch zu warnen. Diese Frau versucht, euch in eine Falle zu locken. Aber das ist doch lächerlich. Was sollte ich für einen Grund haben, gerade sie in eine Falle zu locken? Ich zähle jetzt nur mal auf, was sie Millionen von Menschen auftischen wird. Ihr Ehemann wurde von unseren Agenten aus dem Krankenhaus entführt und ins Ausland verschleppt. Sie, auf der Suche nach ihrem Mann, gerät ebenfalls in die Gewalt des Paschas und wird seine Gefangene. Und man bringt sie mit der Absicht, sie zu eurer Frau zu machen, in eurem Harem unter. Glauben Sie immer noch, dass die Welt von unserer Notlage bewegt sein wird? Die Weltöffentlichkeit wird sich ausschütten vor Lachen. Sie werden euch auslachen, Effendi. So wie Sie es darstellen, klingt es natürlich sehr banal. Mir geht es doch nicht darum, meine Geschichte zu erzählen. Ich habe vorgeschlagen, dass der Pascha sich interviewen lässt. Für wie beschränkt halten Sie uns eigentlich? Sie müssen mich für sehr einfältig halten. Wir kennen Sie hier sehr wohl. All die Taktiken der westlichen Reporter, die immer nur auf Exklusivmeldungen versessen sind. Sie wollen uns nur der Lächerlichkeit preisgeben. Aber das ist nicht... Sie verdrehen ständig die Wahrheit. Sie stellen eine völlig normale Lebensform wie den Harem als barbarisch hin. Also gut, gehen wir davon aus, dass ich Sie lächerlich machen will. Würde sich das nicht lohnen, wenn Sie dadurch einen Krieg verhindern könnten? Sie irren gewaltig, wenn Sie denken, dass jemand wie der Scheich Idi Ben Adir aufzuhalten ist. Der Pascha wird dabei sein Gesicht verlieren und sich am Ende schmachvoll zurückziehen müssen. Ja, nur etwas Wesentliches vergessen Sie dabei, Mr. Abed. Und zwar, dass das Leben meines Mannes auch auf dem Spiel steht. Ich kämpfe um das Leben meines Mannes. Wollen Sie denn wirklich wissen, wo er ist? Er wurde gefangen genommen von diesem Scheich. Wenn das so ist, tut's mir sehr leid für Sie, Mrs. Castillo. Aber die Chance, dass Sie ihn je wiedersehen, ist in dem Fall nicht sehr groß. Cruz ist nur noch am Leben, weil die annehmen, dass er ihnen wichtige Informationen über Sie geben kann. Sonst wäre er längst tot. Die glauben, dass er denen nützlich sein kann. Dann wird er wohl nicht mehr lange unter uns weilen, da er nicht allzu viel weiß. Ja, aber er kennt das Geheimnis des Sakitsteins. Und wenn Sie je herausfinden, dass er... Das ist auch der Grund dafür, wieso ich Sie die ganze Zeit zu überzeugen versuche. Wenn die Welt erfährt, dass der Scheich, nur weil er es auf das Öl ihres Landes abgesehen hat, einen Krieg anzettelt. Und wenn dazu noch bekannt wird, dass er einen Amerikaner als Geisel genommen hat, wird er sich jeden Schritt genau überlegen müssen, um nicht auch noch die Unterstützung der Staaten zu verlieren, die noch hinter ihm stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es riskieren wird, sich so völlig zu isolieren. Effendi, diese Frau wirkt zwar überzeugend, aber ich würde ihr nicht über den Weg trauen. Hat sie nicht gesagt, unser Land sei ihr völlig gleichgültig? Das weiß der Pascha sicher besser. Doch auch wenn ihre Unterstellung zutrifft, das, was wir wollen, ist doch am Ende gar nicht so verschieden. Ich möchte jetzt gern mit dir unter vier Augen sein. Aber Effendi, ich sage... Sag nichts, ich möchte, dass sie jetzt alle geht. Sie haben sich großartig geschlagen. Mir ist noch nie jemand begegnet, der so eindringlich argumentieren kann wie Sie. Verstehe ich Sie falsch oder verzeihen Sie mir, dass ich eine Frau bin? Was soll ich Ihnen verzeihen? Während Sie Arbeit versucht haben zu überzeugen, fiel mir auf einmal etwas ein, was ich seit Jahren verdränge. Und was ist das? Mir ist klar geworden, warum ich mich so zu Ihnen hingezogen fühle. Vom ersten Moment an, als wir uns begegnet sind, fühlte ich mich an jemanden erinnert, der mir sehr nahe stand. Sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Aber ansonsten ist es so, als ob diese Frau in ihren Körper eingetreten ist. Aus ihren Augen scheint ihre Seele heraus. Wer ist sie? Sie war der einzige Mensch, den ich je geliebt habe. Ihr Name war Josiane. Der Scheich von Kabir hat sie entführt und später hat er sie umgebracht. Thank you.
Hey, Paul Debra, hallo Flame. Oh Gott, bist du wahnsinnig? Du hast mich zu Tode erschreckt. Hättest du dich nicht bemerkbar machen können? Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich meine Begrüßung nicht rausschiebe und mir einfach mal ansehe, was du noch alles vom Misslanden ablegst. Oh. Vielleicht kann ich dich ein bisschen entschädigen. Ich weiß ja, was dir gefällt. Ein brandheißes Video von unserem Freund Robert Barr. Das findest du sicher auch aufregend. Hey, wo willst du denn hin? Komm sofort wieder rein. Ich will bloß was in den Seekarten nachsehen. Ich komme gleich wieder. Doch, ich weiß, was ich verpasse. Ich will ja auch nur schnell nachsehen, wo wir sind. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Und was soll ich jetzt damit anstellen? Achtung, ich bin gleich wieder da. Das solltest du auch. Wenn du noch lange da oben rumtust, muss ich mir leider einen Thunfisch angeln. Thunfische sind lausige Liebhaber. Schnapp dir einen Zitteraal. Die soll nicht schlecht sein. Mr. und Mrs. Castillo. Und Robert Barr. Ich habe hier was für Sie. Ich weiß, danke. Danken Sie nicht mir, ich tue es für Sophia, nicht für Sie. Ja, natürlich. Ich hoffe, Ihnen ist auch klar, dass ich den Film nach der Vorführung gleich wieder mitnehmen werde. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich meine Einstellung dann geändert hat. Ich vermute doch richtig, dass Sie sich eine sehr große künstlerische Freiheit genommen haben bei der Darstellung des Lebens unserer Familie. Sophia hat heute gerade gesagt, dass ein Kunstwerk nur in seiner Gesamtheit zu bewerten ist. Und ich kann mich dieser Ansicht nur anschließen. Dass Sie zwei sich einig sind, das ist mir schon klar. Sie wollen ja wohl auch das Gleiche, nicht wahr? Das will ich nicht. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Wenn Sie nicht unser Projekt finanziert hätten, hätten Sie jetzt absolut keinen Einfluss auf die Aufführungsrechte. Was hätten Sie dann gemacht? Ach, da wäre mir schon was eingefallen. Als Sophia sagte, dass wir uns ähnlich seien, habe ich erst gar nicht gewusst, worauf sie hinaus wollte. Ich dachte, wenn wir etwas gemeinsam haben, dann sei es das Interesse an ihr. Aber ich glaube, damit hatte sie gar nicht so unrecht. Steven, bei aller Bescheidenheit, Sie haben nicht mein Format. Bis jetzt habe ich mich Sophia zuliebe Ihnen gegenüber zurückgehalten. Vermuten Sie also nicht, dass ich nach der Aufführung milder gestimmt bin? Ich werde meine Haltung auf gar keinen Fall ändern. Und auch Sophia wird es nicht gelingen, mich umzustimmen. Ich werde genau das tun, was ich für nötig habe. Und das weiß sie auch. Es passiert immer wieder, dass Leute zu einer Voraufführung kommen und schon vorher wissen, dass sie den Film nicht ausstehen können. Da kann man nichts machen, das ist nun mal so. Aber manchmal geschehen Zeichen und Wunder. Und dieselben Leute sind von dir begeistert. Mein Lieber, Wunder sind überaus selten. Ja. Das finde ich auch. Danke für den Film. Ich habe noch zu arbeiten. Eine Frage noch. Finden Sie den Preis, den so viele Menschen für eine Rolle Zelluloid bezahlen müssen, eigentlich noch angemessen? Ist es das wirklich wert? Das wird sich ja noch zeigen. Nicht nur Sie stellen sich diese Frage.